Ungefiltert. 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 Ein ehrlicher Podcast. Moin und willkommen beim LSAP-Podcast Ungefiltert. Am Kader von der Chamberwahlen wollen wir die Themen diskutieren, die uns wichtig sind. Dafür sind heute bei mir Paulette Lehnert. Sie ist Gesundheits- und Konsumentenschutzministerin. Sie ist Bezirksspitzenkandidatin am Osten und als Nationalspitzenkandidatin. Dann ist auch bei mir der Claude Hagen. Er ist Landwirtschafts- und Sekuritätssozialminister und auch Bezirksspitzenkandidat am Norden. Und Jeanette Jones, sie ist Präsident von den Office Sociaux. Ja, wir wollen heute über Sozialgerechtigkeit zu Lützburg schwätzen. Es gibt Statistiken, die so nahe ist, dass zu Lützburg bei 20% unter Armutsgrenze leben, auch wenn es schaffen geht, also in Anfang nicht sicher für der Armut. Was sieht das über das Sozialsystem zu Lützburg aus? Für mich sieht es für alle aus, dass die Lebenskosten hoch sind. Und dass sie dann trotz Wohlstand effektiv ein Armutsdruck haben, dass sie nicht Leute los verlieren. Ich meine, das ist eine Tendenz, die wir gerade tun. Und das selbst muss entgehen wirken, dass einerseits durch Logementskosten natürlich mir auch generell die Lebenskosten sind, ich zu Lützburg. Und kann nicht schon ein Wohlstandsland bleiben für ein paar, sodass wir da müssen unterstützen, wo es nötig ist. Für mich sieht es aus, dass Anfang der Emotion 100 Jahre eine ganz gescheite Idee war, für die Sozialstaaten so anzufangen. Muss ich bedenken, für 100 Jahre hatten die Leute, die hatten die Kleinsthallehrer, sie hatten gute Nächte, wenn sie an der Pap gestorben ist, dann hatten die Kinder und Frau hatten nichts mehr. Und du hast desidiert, gegen die Leute von dem uns desidiert, wir holen als Kleinpai und wir gehen von der Kleinerpai, leben wir etwas auf Zeit, eine Cotisation sozial. Und die haben das Fundament vom Sozialstaat demos gelöst. Und dass dadurch eine Welt, die Idee abgegriffen ging, dass während der letzten 100 Jahre entwickelt ging, dass man erstens gesehen, wann etwas nicht klappt. Ja, dass man können müssen, halt, da klappt etwas nicht. Und zweitens, dass man überhaupt da können noch Politik machen. Und das fand ich genial. Also wir haben am Anfang die Sozialstaat als der Beste, was alles kann geschehen. Und dafür so ich, ja, wenn das da so ist, dann hört Politik, dann muss ich auf jetzt so eine Stelle fest, dass, was machen wir, dass Leute, dass die Umverteilungsgeschichte, weil das war ja der Gedanke, also, dass man die Umverteilungsgeschichte weiterfeiert. Klar, dass die Umverteilungsgeschichte, das genau wie du siehst, ich meine, Sozialstaat, das ist eben schwierig, wie orientierst du deine Sozialstaat, natürlich, wie präparierst du den Anfang auf Zukunft für, und das richtig, Politik muss das machen. Da muss ich auch wählen, da für zu gucken, in was für eine Richtung das geht. Wenn schon im Punkt gucken am nationale Büro Budget, pardon, par rapport zum Sozialstaat, schon das schon auch trotzdem in die wahrenden Tour, die wir hier in Lützburg schon, wo wir die Transfers haben, die über den über das Budget, nationale Budget laufen. Und das riecht, dass durch, wie Paulette sagt, Augmentation von den Preisen am Logement, Lebenskosten, die wir unter der Krise hatten, die Augmentation, dass das den Impact hat auf das Niveau der Wie, Qualität der Wie, ganz einfach von den Bürger. Das ist immer so, obwohl das Problem besteht, aber man soll gucken, wie man das Problem gelöst kriegen und das orientieren, muss man aber immer aufpassen, wie rechnen wir das. Das heißt, wenn man in Lützburg eine gewisse Gratuität von den Dienstleistungen, die kommen nicht an das Konzept daran, weil sie ganz einfach nicht auf Hast gehen, schon den öffentlichen Transport, die Schulbücher, schönen Kantinen an den Schulen, mit so einer Lehre, Kirchen und so weiter. Das ist klar, wenn man in die Richtung geht, und du setzt den da null drauf, was am Fong geht für einen zu gut kommt, du musst ihn da noch drüber schwätzen. Mhm. Muss das geht für einen zu gut kommen. Mhm. Das heißt, du hast keine Staffelung dran. Auch das als für mich ein System, wo ich eine gewisse Selektivität Mist können hören, für eben auch das zu kofinanzieren. Dann hast du einen Unterschied, warum wir da aktuell zwischen den Leuten am Niveau vom Sozialstaat, weil das kompensiert das schon. Das ist eine indirekte Finanzierung dann an den Sozialstaat, dann, die eine gewisse Kategorie von Leuten, die zu schlecht können, dann abbringen. Du hast dann auch gesagt, dass eben den Demontag und Sozialtransfer zu Lützburg ganz heiß ist. Und ich verstehe noch, dass ihr seht, dass das gut, dass das wichtig ist, dass man da zu Lützburg schon mehr. Also nicht am Anfang auch so eine kleine Faillit-Erklärung, weil ihn all die Sozialtransfere braucht. Ja, wenn ihr den sozialen Lift gelebt, dann müssen ihr sich die Sozialtransfere können los mehr niedrig gehen, weil ihr Ziel ist, Leute mit abzuholen, sondern ihre Kompetenzen zu stärken, dann auf ein Niveau
an der Gesellschaftskrise, wo der Nekar nicht so groß ist. Das ist schon richtig. Wir spielen verschiedene Sachen zusammen. Das ist eben die Tendenz, dass verfälscht. Wir haben ganz starke Sozialtransfere, aber andererseits eben ein Deirisch, die immens drückt auch darüber. Und dafür ist es doch schwer, müssen, inwiefern der soziale Lift nach richtig funktioniert, weil die Deirisch einfach massiv rausspielt und eine Reserve verfälscht. Ja. Und die Lebensbedingungen ändern. Menschen sind für 100 Jahre, auch aus den 40-50 Jahren gekriegt, und dann wärst du nicht mehr da. Auch kriegst du 80, 85 Jahre, da kommen noch andere Defien in den Sozialstaat. Ne? Der ganze Gesundheitssektor, eigentlich, ja, das ist flott, wenn du heute Blinddarm hast, du Lützebüch stirbst du nicht in einem Blinddarm. Das ist sicher, mehr kommen heute durch das Leid Elze, wir merken, Leute gehen noch nicht mehr an das Altersheim, also ich werde bis zum Pflegeheim gehen. Da kommen ganz neue Besuchen und es war ein Domizil, für das Leute so lange mehr stehen. Das sind immens Kosten. Und da drüben, das muss man Gott sei Dank, weil aber schon viel abgebaut ging, aus, haben wir Erfahrungswerte. Aber wir müssen nur gucken, was geht die Politik von mir, die nötig ist. Also, wie kriegt sie, was kostet sie, was können Akteure definieren, damit die Assurance-Dependance aus dem Holz. Von mir, die Delfo angefeuert ging, das war ein Weitblick. Und ich meine, nun muss man den nächsten Weitblick an der Sante, was machen wir da, für uns anzupassen, dass Menschen viel mehr angehen, die letzten Jahre aber da wirklich pflegebedürftig sind, nicht unbedingt wollen an der Pflege hingehen, da kommen ganz viele Kosten, das sind die neuen vier vom Sozialstaat. Das System muss mit der Gesellschaft wissen, sich adaptieren, immer an den Prinzipien denken, schon mehr Wert drauf legen, mehr. Ich habe die Analyse über die Assurance-Dependance gucken. Ich bin nicht auf jeden Fall froh, dass wenn ich gucke, dass es gerade durchgeschwert hat, dass die Leute so lange wie möglich daheim können betreut gehen. Was auch wichtig ist, können betreut gehen. Natürlich, wir haben auch durch den Know-how und wir haben auch das Engagement von den Leuten, die betreuen. Und das hängt halt von ganz kleinen Bobo nun, die aber dann nicht besser gehen, weil immer mehr Probleme dabei kommen. Und du hast dich ganz einfach herausgestellt, dass aber die Leute, die dir helfen, das sind auch meistens aus dem familiären Umfeld, dass die das nicht machen, wenn sie suchen. Und ich meine, oft wird gesucht als Gesellschaft, als finanziell orientiert, mhm. Wie guckt, für zu singen zu kommen. Heim ist aber so, dass das ein ganz positives Beispiel aus dem Kader von den Edon für wirklich nach die sozialen Beziehungen. Die familiäre Beziehung auch viel zu helfen, weil die Leute schaffen schon meistens noch. Oder sind engagiert und wenn du einem hilfst, den du heim hast, dann passt das da die Wahl, kann ich so einen Fulltime-Job. Da sind Tresoren, die auch nach Hilfe kommen, für das Kebo und Out können. Mit das auch wohl etwas, was da ist Gesellschaft aussichert. Natürlich, das ist eine Kombination, mit Ständen, mal einfach Geriatrien oder Maison de Soins. Geht in anderen Domänen. Das ist ein bisschen selbst an der Santé gesehen. Polarthumor, auch die Strukturen müssen ändern und Funktionen von den gewünschten noch von den Leuten. Für einen 20 Jahre Humor hat man einen gewünschten wie heute, für 40 Jahre, und an 20 Jahre wird man auch einen Humor. Das muss man so bewusst sein, aber nicht wissen. Für einen Humor auch neue Moyen. Gerade wenn man die Santé ausschwätzt, das ist richtig. Man geht mir alt, das ist. Wenn das einfach laufen lässt, dann gibt es Besuchen Europa. Wir können aber heute auch durch eine moderne Präventionsmedizin viel vorbeugen. Also alle Accidenten, alle Leute fallen mir oft und so weiter. Es gibt ganz viele Möglichkeiten für heute eine moderne Präventionspolitik im Gesundheitsbereich zu machen, die sicher auch Kostenspuren kann sein. Und das ist da, wo wir effektiv, wenn wir nur an dem Teilbereich sind, sicher müssen neue Wege gehen. Wir sind an der Logik von einer Reparaturwerkstatt, so anstatt immer, wo dafür gesucht wird, wenn ein Maps fehlt, dass es gepflegt wird. Mit Prävention, du hast noch ganz viel Luft in der Uhr, wo ich einkommen muss. Das sind noch Investitionen daran zukommen. Dann haut bitte mit hin, steigen die ganzen Mobile Devices, die nur Technologien, die rauskommen, wo ich eine andere Surveillance kriege über Telemedizin. Ja. Du kannst eine ganz, ganz andere Präventionspolitik machen. Und das ist ein bisschen schon so den Zeitgeist, wo ich muss rausbringen und auf hier gucken. Kann ich nicht einfach planen, ob enger Schienen weiterfahren. Also müssen dafür sorgen, dass die viele Leute, die da Werte sind in Zukunft, einfach just versorgt gehen. Und wir sind effektiv auch parallel eng Schienen fahren, um dafür zu sorgen, dass wir frei aufhängen, Prävention zu machen. Weil alle gespürten Jahre, wo die Leute bei guter Gesundheit sind, das ist
realen Ersparnis, den wir haben für unser System. Und das ist sicherlich eine große Herausforderung, weil wir nicht so im Moment nicht an der Logik funktionieren. Prävention ist ein bisschen zu punktuell gemacht und ausprobiert, wie sie es nicht am System integrieren. Dann müssen wir eine andere Stelle Wert kriegen. Als Partei schwätzen wir an der Letzte viel von einer stärkeren sozialen Demokratie, die wir heute wollen noch weiter ausbauen und installieren. Was heißt das? Für mich ist es eine Gesellschaft, die Freiheit, die Selbstbestimmung von den Leuten, aber man muss einen ganz, ganz starken Fokus eben darauf, das Kind zu verlieren. Es werden in einer Gesellschaft immer Leute sein, die riskieren, aufzurutschen aus diversen Gründen. Eine starke Sozialdemokratie, die sich die sucht dafür, dass Schiedsrichter dabei bleibt, man dabei nicht einfach versucht, geht mir irgendwo wirklich auch Mauern kriegt, für sich selber aufzubauen, an einem Teil von der Demokratie zu sein. Ja, das ist für mich eine starke Sozialdemokratie, wo Schiedsrichter, wenn alles darauf setzt, dass möglichst viele Leute wirklich können real mit schwätzen und noch wirklich befähigt gehen, für sich in der Gesellschaft zu integrieren. Genau das ist, ich meine, besser kannst du nicht definieren. Wenn ich looking deklinieren, hast du gesagt, dass ich Präsidentin sie von der Entente von der Fissation, wenn ich da ein deklinieren, dann ist es 2009, als heute zu Lützburg das Gesetz angefordert, Genivität sozial, und das ist auch am Anfang revolutionär gewesen, weil das sieht, diejenigen, denen aus irgendwelchen Ursachen auf der Fissation geht, auf Hölle fort, auf Hilfsicht, hat normalerweise kein Lobby, kriegt aber dafür ein Recht und ein Muss geantwortet kriegen. Mhm. Das ist nicht wie die Viertruf war, da kriegst du so, du kriegst selbst, du kriegst nichts. Nein, heute kriegst du erst geholt. Und auch das fand ich formidabel. Und ich muss auch so ein like, Krieg noch geholfen, dass praktisch nie, wo der nur hart auf hart geht. Mir ist das einfach in das und da. Und auch diejenigen, die mir im Moment nicht gut geht, leert dadurch, mein Staat hält mich erst. Und das fand ich einfach eine wichtige Message für eine Gesellschaft dran zu wissen. Das geht mir nicht gut. Und einfach sind ich ein Teil von dem Ganzen. Auch das ist Sozialdemokratie. Also ich meine, ein Paradebeispiel ist das, dass wir Santé, Sécurité, Social und vor allem gut entwickelt haben, par rapport zu der Couverture universelle von der Sécurité Sociale. Das ist, dass Jitfried die Möglichkeit hat, für sich können sozial aufzusichern, wann er da will. Mhm. Dann haben wir das Sozial, dann Demokratie. Und dann eben auch bei dem, mit dem Moyen dann rum, kann an die Gesellschaft zurückkommen, was wir auch immer darin verstehen, wann er das da will. Und ich fand das also eine Prozedur, wo man, was wir schon an unserem Wahlprogramm, dass man für den legiferieren, was ein System ist, den am Anfang guckt, wie sozial ein Land ist oder wie sozial eine Gesellschaft ist. Auch von dem Menschen, dass die Menschlichkeit überhaupt besteht. Weil das tut schon cash-intensiv. Nicht so viel zu sehen, wie es damit zu sehen, dass die Leute dann einfach gesehen und dass sich meistens Leute, die dass wir so einen Moment von der Kette stehen, dass sie dann so, na, ich gehe aber nach Seyöger, ich kann auch bei einem Doktor gehen, ich kriege das bezahlt und ich probiere mich dann abzubauen, für ihn Fuß zu fassen. An der Gesellschaft, bis auf das Niveau, wo ich dann eben will. Und ich fand das etwas, was man in Lützburg fertig spricht, und es wird nicht viel darüber geschwärzt, das existiert und wird auch viel benutzt, mit das aber selbst, du gesagt hast, aber wirklich Solidarität in einem Land, weil das schon an einem solidarischen System rausgewiesen ist. Auf mich frage ich jetzt, wenn du dann über die Grenze guckst, weiß, funktioniert das nach den. Vorletzt ist es gesagt, dass so viele Freie kommen sind, das erklärt, dass man so viel, dass man 20% von Leuten froh ist, der Risiko der Pauvreté, aber sie rutschen nicht auf, sie müssen sich kein Gilet nun dafür gelauscht zu gehen. Wir sehen, da klappt etwas nicht, aber wir reagieren. Und das fand ich, das ist das Beste, was man noch in Zukunft machen kann. Gucken, wo liegen Probleme mit Zeiten, wenn die Alarmleuten auch gehen, so was machen wir. Das ist ein Beispiel von der Küste. Wir haben zum Beispiel auch festgestellt, dass wir an den Spitälern müssen mehr, also der Sozialservice an den Spitälern müssen Zugang kriegen, wenn ein Mensch rauskommt, dann hat keine Affiliation mehr, dass man da schafft man ja auch gucken, für da vielleicht Prozeduren, dass das direkt rausfindet und dass man Mensch guckt, wieso was den Kranken ist, kannst du es nicht mehr bezahlen. Und das ist für mich auch Demokratie, also Sozialdemokratie, an einem nicht so politischen Sinn, wir eben an einem gesundheitspolitischen Sinn, geht halt um Santé publique, weil das immer das Wichtigste ist. Also.
Und wir leiten mit Menschen mit an Boot, und erstens fühlst du dich echt gut, du hast an die Gesellschaft zu investieren. Und zweitens die Santé publique, du stehst einfach als Land besser, du, wenn die Leute partizipieren, sind sie mal krank. Das ist das ein Return on Invest. Und das ist eine Krise, weil Krankheit empêchiert, dich auch zu partizipieren, du rufst immer mehr auf, das ist ein Deibelskrise. Ja. Für Südfrieden, du aufhören, gehen, um Sozialen, sehen dich auch effektiv, dass du durchgehst, ob die Leute, weil Leute, die wirklich nicht gut draus sind, die haben, du fehlst doch schon in der Energie, überhaupt ein Offen absichern zu gehen, und da, dass die Antennen, das Streetwork, die wir machen, wirklich ob die Leute durchgehen, für sie sichern zu gehen, an unserem Rand zu wollen. Ich meine, das ist auch ein für mich wertvoller Baustein von einer sozialen Demokratie. Eben. Du siehst, du wartest nicht, du bist nicht just un, dass du siehst, dass alles du, aber du gehst wirklich sichern, und das ist ein Ziel, Südfrieden irgendwo mal die Bucht zu kriegen, weil das sind wir beim Stärken, weil ich meine, statt dass man so stark wie ein Pferd springt, ein Maximum, um Leute mitzuholen, ein Land, wo es wirklich Leute hast, die Ghetto sind, die einfach ein paar sind vom Leben. Ich fand, das ist ein Zeichen von Armut irgendwo. Also, das ist für mich so, das stärkt aus eigentlich Stadt, dass du das Pferd springst. Also, für mich ist es die stärkt darunter, dass du effektiv den Teil von Leuten, ist nicht abgefahren, einfach so klein wie möglich behalten. Und dann muss ich eigentlich für aktiv auf sie durchzugehen. Das ist ja auch noch ein Problem bei den Äden eben, die oft nicht an Ursprung geholt werden, als das etwas, was die noch muss ausbauen, einfach die Informationsmöglichkeiten vom Staat, dass die Leute dahin kommen. Ja, man muss sich zufriedenstellen, indem ihr seht, wir haben die Äden, und boah, das sollen sie bekommen, wenn die Leute nicht den Weg dahin fahren, dann immer nachprotest. Das ist immer noch nicht da, wo wir wollen sind, weil das ist ja nicht einfach als Selbstzweck gesehen, mehr. Ziel soll eigentlich sein, dass du wirklich da hinbringst, wo du wirklich dann angeklärt wird, dann auch dann den Nutzen wird für den Geduld. Also es bleibt das ein bisschen so etwas, also ein Pseudo-Aktivismus, den du musst jetzt auch viel Platz nehmen. Wenn du nicht auch kannst, dann manchmal einfach nach einem Weg zu machen und zu evaluieren, wie kannst du dafür sorgen, dass die Leute dann auch Kenntnis davon haben, den Weg machen, wie kann ich helfen, weil das ist das, was ich bezwecke, mit meinen Eltern aber irgendwo verfehlt. Ja. Was sind dann so mit konkreten Punkten, mit denen die Sozialdemokratie eben noch kann stärken? Also wirklich, wenn man das so guckt, was die Prozedur ist, sonst mit der Digitalisierung, es gibt zum Beispiel ein Test stehen, ne? Von der Entente, von der Fissation, wo wir auch, da tun wir die Partei noch in der Breite, dass wir so, wir müssen am Anfang da auch so einen digitalen Dossier haben, den aber auch ein, wo es da am Herz steckt, wo es der Weg steht, die bei Menschen nicht anderen, nur vier Num, fertig. Und dann, der Mensch geht da selber, singen Formulare, singen Demande, wo möchte die kommen da dran ab. Und dass du kein Double Emploi muss machen, dass nicht muss alle Jahre dieselbe Demande nach ihm ausgefüllt gehen, mit dass dann die Administration, zum die lebt das schon hat, wenn ich eine Demande mache, kann die Administration gucken, und er hat das schon letztes Jahr, okay, da braucht nicht mehr die ganze Demande mehr, wir müssen just das, soll es nach der und der bringen. Du kannst vieles vereinfachen. Das heißt, du musst die Digitalisierung auch so gestalten, dass das etwas gibt, was du dann noch kannst, was Menschen nicht brauchen. Ne? Weil das ist zum Beispiel auch etwas, das ist besonders am Fokus, mit dem wird man dann auch gucken, dass man das auch demokratisiert kriegen, die Digitalisierung. Ne? Wichtig, meine mir wichtige Meile. Das ist ein Problem, weil du auch noch nicht in den Menschen Aktien dazu hast. Voilà. Gerade wenn ihr mich spät an dem fällt. Schon klar, wenn es. Wenn du Eden hast und du so nach finanziert, das heißt, zu sind da und sie kommen nicht tun, ob das ohne Digitalisation oder mit Digitalisation, da musst du überlegen, wie du mit einer Digitalisation fährst, bei Leuten, die Mäuer nicht tun, für auf Digitalisation zurückzugreifen. Die musst du schon einfach informiert gehen. Entweder, ja, das sind auch zwei Aspekte, da denen, dass das die Verwaltung effektiv besser wie ob du nicht hast, dann kannst du auch schon repartieren. Also reparieren, wen die Leute sind, wo sie sind, wenn die Donne schon gut abgeredet sind, dann ist das für eine Verwaltung viel mehr einfach zu wissen, wen aus einem Rayon d'Action eligibel, wen aus, dann kannst du auch besser auf die Leute durchgehen. Und der andere, dass die digitale Kompetenz von den Leuten selber, dass das nachher etwas anders ist. Ich meine, das, was du gesprochen hast, dass du mal überhaupt ein Dossier hast, den da direkt Abschluss gibt, auf einen Blick. Wie fällt du drin, wie man zu dienen, wegen Familie ist der, dann, dass du nicht, da kannst du viel besser schaffen, wenn du genau weißt, wie dein
dein Klient aus, wofür ein eligibel aus der Spurzeit und der Laptop auch wirklich dann Wanzen bei Hand, das richtig anzubieten. Das hat man überall gesehen an den Strukturen, dass den Axel Leute kommen aus irgendeinem Grund bei als Urlaubstellen, aber die Urlaubstellen ein besser Vue haben, ob ihre Geneva werden sie besser können agieren in dem Moment. Die Leute kommen nicht unbedingt, denken sie, denken dritte Kehr zurück, das am Funk, den Challenger, das am Funkgolf, für du, wo wir Urlaubstellen haben. Den Achse, den Mensch bitte, durch das Hühner können, wirklich zu nutzen und dann möglichst gut können zu reorientieren und zu agieren. Am Anfang müsste eine Vernetzung machen von den Urlaubsstellen, dass dann ein an eine Urlaubsstelle geht und nicht ein Problem, den aber nicht daran passt, dass aber direkt kann zwischen den verschiedenen sozialen Urlaubsstellen da vermittelt gehen und dass sie einfach weitergeht. Hey, in Oslo, du, Lieder, Kabarou, und geht weiter. Das ist ein Challenge zwischen den Verwaltungen oder zwischen den Strukturen. Ja, das gibt natürlich vieles vereinfachen. Dann haben wir natürlich immer verschiedene Kategorien von Leuten, die gehen dann noch nicht in den zweiten oder in den dritten Rendezvous und dann geht es abgehauen. Und dann aber bon, ich denke, das können wir nicht gerne. Du musst schon im Terrain schaffen. Du musst genau, im Terrain schaffen, genau für zu suchen, dass du das Plus-Value, wenn es das muss. Das kann sein, wir helfen da, geh auf den Dove, weil da schwätzt das sich auch rundherum. Ja. Das schwätzt sich bei den Leuten, wir sehen rundherum am Fong, wie wir denken, potenzielle Digitalisation, wo da fährt das nicht immer Dienst oder weil es Spruch nicht ganz und so weiter und so weiter. Ja, die Erfahrung, genau das, was du gesagt hast, haben wir auch gemerkt an der Fissation, dass wir so eine Digitalisierung unbedingt Leute machen wollen, weil wir kommen in die digitale Welt und du sollst nicht ausgegrenzt gehen. Aber, und das ist gut, dass du das siehst, was immer muss bestehen bleiben, ist, dass ich auch muss können ein Telefon an den Grab wollen, OKU. Man muss verschiedene Hilfe, wenn du da nicht innerhalb von einer gewissen Zeit die da solicitierst, da riskierst du wirklich, dass du die Kranke lehrst. Ich weiß nur, zum Beispiel, ich komme schon mal aus der Revue, ich habe keine Revue mehr, da komme ich an die Revue, wenn ich ein, zwei Kontrakte nicht erfülle, dann sind ich da draußen. Ich habe einfach eine Ursache, ich kann mit der Digitalisierung ging ich, oder der Büroausschuss dann noch, da muss man garantieren, und auch das ist Sozialdemokratie, dass der menschliche Dialog auch noch machbar ist, dass ich kann anrufen, dass ich eine Referenzperson habe. Weil ein Droit ist nicht mehr ein Droit, wenn ich noch kann exerzieren. Und Digitalisierung, der will nicht eine Ursache gehen, muss ich jetzt vereinfachen, ich kann keine Ursache gehen, dass ich da neue Fehler mache, wo man nur so ein Gottes Willen, das hat man nicht bedürft. Und da meine ich, dass es auch muss möglich bleiben, dass du auch eine Referenzperson hast, wo du dich kannst, wenn Zeit brennt, wenn nicht, du hast innerhalb von einem Delay zu antworten, dass du das musst können machen. Ja, das bringen wir rum. Das ist, wir müssen das dezidieren, da bringen wir das rum. Ich finde, dass egal wie es einem geht, immer noch kann partizipieren von den Was ist dafür, wenn es die Menschen aus der Gesellschaft ausschließt? Nein, es tut keinen Abs dafür. Die Menschen nicht, die betroffen sind und die Gesellschaft doch nicht. Das war das Thema, mit dem ich gerne schwätzen aus Dabisch. Das ist ein Thema, das dass ja viel diskutiert gauf. Immer bei der Zeit kommen, wir setzen uns an für starken Mindestlohn zu Lützeburg. Wie wichtig ist also ein starker Mindestlohn? Das gibt eine Sicherheit und gibt Zusammenhalt. Wenn das schon mal gesichert ist, hält sich ganz viel Existenz eigentlich weg. Ich denke, dass das der Attraktivität von einem Land auch zu gut kommt, dann an die Leute auf einem gewissen Sockel wirklich aufsichert. Ich meine, der Sinn von einem Mindestlohn ist so aufsichert, den ist so evolutiv. Das ist ja, dass das, was ein dezent leben soll, an dem Land hier möglich machen, das angepasst und Land idealerweise an Zust eben dafür, dass die über den Lohn eigentlich nicht soll, sondern eine Situation kommen, wo du die zwei Änder schon per Definition nicht kannst bei mir kriegen. Das ist für mich Sinn und Zweck von einem Mindestlohn, den die forcément muss adaptiert gehen, für eben dem 14 Beispiel mal für drin drüber geschwärt und dass du nicht allein schon durch den Erbisch, weil das dann nicht genug hingeht, dann eine Situation kommt, wo du auf Transferen angewiesen bist, wo es nicht ernst geht, wie das in der Hölle. Dann fang soll ich können, an einem normalen Erbisverhältnis, das von dem, bei dem du für Krieg können, dezent normal leben, ohne ob als viel Transferen angewiesen zu sein. Das ist der Sinn und Zweck von einem Mindestlohn. Das ist der Lohn, der Mindestlohn, der soll einen gewissen Standard möglich machen für die Vereine. Weil, das ist ja interessant, ich habe noch die Schiffer nicht am Kopf, mit zu gucken, es sind wenig Leute, die 40 Jahre für den Mindestlohn schaffen. Gott sei Dank.
Mir jetzt sind aber Leute, die fangen nur mit einem Mindestlohn, die bleiben länger an einem Mindestlohn hängen. Wie wird es wohl so aus, dass in der Zeit, du setzt un, dass die Menschen können wissen, ich stehe ob wir schaffen es gut und können das dabei raus. Weil in anderen Ländern ist es ein schweizerisches Phänomen. Bei uns geht es dann in den Fällen mehr, aber Gott sei Dank nicht zu verbreiten, weil wir einen ordentlichen Mindestlohn haben. Wir kriegen die Leute die Möglichkeit, für ein System ranzuwurzeln und dann nur um ein besseres Preis zu verdienen. Ein Mindestlohn, den irgendwie garantiert, dass es eine Abstiegsmöglichkeit gibt, gibt es nur eine Pension. Aber wie man für Druck gesehen hat, Menschen allgemein, du brauchst irgendwo immer ein Abkommen. Wenn du nicht eine Person bist, dann hast du ein Abkommen, der Dienst, was hier nur realisiert, dass du am Leben kannst dranbleiben. Muss mir brauchen, ein Mindestlohn. Ich meine, der Mindestlohn nachkommen ist aus Lützewisch gekoppelt in Sozialkotisationen, in Pensionsrecht, da spielt schon vieles mit. Und ohne Mindestlohn sind ich wirklich nicht für jemanden in einem Land wie Lützewisch über Tonnen kiemen, weil auch der Mindestlohn auch von oft kritisiert wird, aber vom Konzept her, der da fällt, wie weit das denn da ist. Das heißt, dass eben probiert, man einen Mindestlohn können in Lützewisch zu leben. Wir sehen, dass das eben momentan schwierig ist durch Preise, Logement, durch Lebensmittelpreise, durch andere Preise, durch Evolutionen, die wir in Lützburg oder in Europa nicht verschuldet tun, wenn ich in den Krieg gucke, in den Kriegssituationen und so weiter und so weiter. Das ist ja dann am Anfang benefit, aber dann andere Länder, nicht europäisch, verschiedene europäische Länder, mehr hauptsächlich nicht europäische Länder vergleichen, wo kein Mindestlohn ist oder wo nicht garantiert, dass du aber trotzdem in dezent leben mit einem Lohn kannst, wenn du von einer Arbeit kriegst. Wenn du da immer 4, 5, 6 verschiedene Arbeiten musst haben, für dass du überhaupt dezent kannst leben, mit dem Revenu, den das generiert, dann muss ich dich aber vorstellen über das System. Ne? Und wenn du dann noch Sozialsysteme guckst, das ist ja ganz anders als Beispiel aus Amerika, wie bei uns. Ne? Das heißt, du bist nicht aufgesichert, sowohl lohnmäßig nicht, wie über das Arbeitsrecht nicht, wie auch für soziale Prestationen zu kriegen, du auch nicht. Und das ist das Contra. Ich sehe noch nicht, dass das System mehr favorabel ist als das System mit einem Mindestlohn, auch wenn ich alles muss kämpfen, für die Adaptation zu machen. Ich habe noch nicht, außer dass das von verschiedenen Leuten zu Diskussionen führt, nicht gesehen, dass das ökonomisch irgendeine Bremse gibt, zu springen, weil sonst wäre schon viel mehr in der Beschuss, schon die letzten 30, 40 Jahre mehr in der Beschuss. Aber ich kann aus dem Nähkästchen plaudern als Assistent Sozial, die praktisch immer Leute frequentiert hat, viele Leute frequentiert hat, die den Mindestlohn hatten oder einen halben Mindestlohn, je nachdem, wenn sie länger Zeit fahren, dann kann er hat man kein Christo. Da muss ich sagen, dass das ja ganz hart leben, ne? Wenn es dann den Mond des 30. Deals und du hast noch einen Leuchten und so. Aber ich muss sagen, ich könnte mich noch keine Person erinnern, die gesagt hat, die Stadt, die ich habe noch mal schaffen, bringt ja sowieso nicht. Die Leute geklaut, weil es schwer war, weil es nicht einfach war. Aber sie hatten auch immer Vertrauen, weil sie gemerkt haben, dass aber ich lebe etwas zu Lützburg. Wir können etwas machen. Und ich muss sagen, ich hatte dann noch gelernt, für viele Leute, die über Jahre zu schwieren, die sind aus dem System geblieben, als wenn ihre Kinder auch ein Beispiel gehen, dass es der Wert ist, aufzustehen und schaffen zu können. Und das sind eben Argumente, weil in Heinz zu hören, dass das zu hören ist, aber wir dürfen nicht nachhören. Dann denke ich, du gehst Argumente vergisst. Das ist ein integrativer Fall, die den Mindestlohn hat. Den darf ich nicht unterschätzen. Wenn Mama und Papa für den Mindestlohn schaffen gehen, dann könnt du etwas ran und das könnt doch auch bei den Kindern schaffen, lohnt sich an die Schule zu gehen, lohnt sich ein Diplom zu machen, weil da kannst du vielleicht noch mehr verdienen. Das ist ein ganz großer Fall, um ihn das nicht zu ersetzen. Ja. Thema Arbeitszeit hängt natürlich auch damit irgendwie zusammen. Wir wollen die Arbeitszeit reduzieren beim vollen Lohnausgleich. Die Diskussion wird ja gefordert am Kader fundamentaler Gesundheit, auch von der körperlichen Gesundheit. Es wird auch gesagt, die Leute brauchen mehr Zeit, für sich zu engagieren, weil du aber irgendwie ein Problem am Benevolados. Welche Stellen wird die Arbeitszeit an der Debatte, wo wir sie gerade hören? Du
da mengen an eine ganz großen Stelle wird, wenn man evoluiert sind in eine Richtung über die letzten Jahre oder die letzte Generation, wo wirklich auch zu zwei geschafft wird, was gut ist. An der Poir, ob die Leute von der Erbeste, das, ich meine, das sollte ein bisschen sein, dass die Leute von der Erbeste, ob das privat, aber los, guckt zu allegieren, hat man immens viel technische Progress, der Erbeste ist wirklich am Wandel und das soll auch den Leuten zugutekommen. Ich meine, das ist noch viel zu machen, weil man wirklich sieht, dass die Leute oft nicht packen, auch für ganz schaffen zu gehen. Was da kann er erzählen, für den dann den Hut zu kriegen. Also du hast schon nach, das ist eine Frage von Lebensqualität effektiv, ein bisschen mehr Spur zu haben für den eigenen Development. Dann ist eine Gesellschaft, die evoluiert, die sich dem Progress verschreibt, die soll sich dafür anstehen, dass sie das alles möglich möchte. Das gerade an einer Zeit, wo man ganz viele Prozesse können optimisieren, über den Ansatz von Technologien, sollen intensiv darüber nachdenken. Und das ist auch möglich. Es geht am Anfang darum, Produktivität zu halten und den direkten Ansatz aber zu entlasten. Thema Arbeitszeitverkürzung könnte für mich so oder so, entweder über das Gesetz oder über Kollektivverträge. Und das ist genau das, was Paul hat gesagt. Die Komposition von der Menage ist ja heute nicht mehr dieselbe, wenn man auf die Moyenne gucken. Oder die verschiedenen Statistiken gucken, wie 34 Jahre. Das ist auch einfach die Komposition. Natürlich Partenariat, das kommt, Bestätigung, Jean Gesellin oder Jean Gesell, mit Kanner, wie ihr wohnt, wie ihr arbeiten geht. Das Ganze ist schon für mich auf jeden Fall komplett ähnlich das organisiert wie 24, 30 Jahre. Und da spielt das natürlich auch innerhalb von den von einem Menage, als wie ihr schafft, wie oft ihr schafft, was für Zeiten ihr schafft. Und das ist schon evolutiv. Das hängt davon ab, ob es kann oder ob es nicht kann. Kann an der Schule sein, geht ähnlich das geschafft. Ich werde wie gerne geht ähnlich das geschafft. Das ist die ganze Zeitverkürzung oder die Arbeitszeit, die auf der Arbeit verbringt wird, hängt viel von der Komposition von Menage und wie sich für ihn sich am Anfang organisiert. Und du hast die Chance auch für eine Arbeitszeitverkürzung. Wenn das beim selben Lohn bleibt, dann ist das schon absolut kein Problem. Denke ich auch ökonomisch nicht, weil das sich aber dreht. Schon aber viele Etüden da sind, die beweisen, dass der Mann Absenteismus ist, dass mehr größtes Engagement du hast, dass mehr größtes Respekt du hast, vis-à-vis von den Leuten, man denen schafft, an wie ihr schafft. Das bringt doch auch vieles mit. Und dafür, also die Leute, die so, können keine Arbeitszeitverkürzung mehr. Ich gebe sogar so in der Lützburg schon mal die Phänomene dauernd, über die Kongestisch oder über Arbeit, wie man sie verdienen. Und das ist auch Benefik. Das muss just mehr passiert gehen, dass man auch, wie gesagt, die gesetzliche Kader daraus machen, dass man die Diskussion anfängt. Die hat man bei der 40-Stunden-Woche, die haben wir am Kader von der 31-Stunden-Woche. Und wir sind nicht das Einstand, was probiert hat zu machen. Es gibt natürlich immer die Negativbeispiele, die gehen immer, wo es nicht funktioniert, oder was für eine Unternehmen das nicht funktioniert. Die gehen immer genannt, die positiv gemischten nie genannt. Die Schmattel SAP kennt die andere Stunde Woche. Für mich ganz klar, ja. Tipptopp. Ja, für Arbeit, wenn er geschafft wird, da kriegt er irgendwann Pension. Wie sicher sind Pensionen auch in Zukunft? Also, just für den ganzen Developerin, den Wurstungsmodell, an dem wir sind, geht ja oft aber kritisiert, dass man soll mit lösen, dass man muss aufpassen, wie man wursen, dass man nicht auf Teufel kommt raus. Wir sind aber auf das System angewiesen, zum Beispiel bei den Pensionen, auch bei anderen sozialen Mesuren. Kann ich danach sagen, dass die ob immer hin, raus, nach sicher sind? Also, wenn ich nur Pensionen gucke, das Pensionssystem, das wir haben, den ist aufgesichert, weil das geht vielleicht ein bisschen technisch, weil wenn ich den ein Tod der Repartition, also das, was vergeht, geht dann auch sondern dem Tod der Kotisation global. Die Kotisation ist bei 24%, 3 Molard, Assyrie, Staat, an Employer. So die Leute aktuell immer noch drin. Und ich meine, wenn ich die Zölle nach richtig am Kopf habe, dann ist das garantiert, laut dem letzten Rapport von der IGSS bis 2027,
wo dann zwar die so eine Egalität kam, das heißt, du hätten wir dann 2x24 auf den zwei Seiten, das heißt für die Repartition, für die Kotisation. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir Reserven haben, die sind bald 5-mal Prestation annuellen, was nicht gewabbelt wird, gehen dann 37% vom PIB von Lützburg. Das sind, ich meine, wir haben 25 Milliarden Euro an der Reserve stehen. Wir müssen auch über das Gesetz 1,5-mal Reserven haben, also für eine Prestation annuellen. Die fängt uns zu fallen 2041, wenn die Reserve die ganz abgebraucht gehen und in der nächsten länger schrauben gehen, dann werden wir 2047. Das hängt aber davon auf, wir kriegen noch einmal Resette ran, wenn wir nicht auf den 24% sind. Das tut natürlich auch etwas mit Wursttyp zu dienen, das tut auch etwas damit zu dienen, wie wir als Montan vom Pensionsfonds platzieren. Ich weiß nicht, ob man da viel von wüsste, wie soll ich schwätzen. Wir haben die Trajektoire auf meinen Job 2% gestaffelt. Weil Lützburg für mich ist es nicht froh von wüsste, für mich ist es froh, was wir wüsste. Ganz ehrlich, an die wüsste, die stellt sich auch um. Ich sehe kein Land oder die wüsste ob 0%, was oft gesagt wird. Was ist das für ein ökonomisches oder ein soziales System, das soll funktionieren? Das gibt für mich mal als Privatpersonen, wenn es immer auf Null, wenn es immer das selbe ist, feiert es schon, das selbe Revenu, dann darf der dann auch nicht variieren. Das schenkt mir ein bisschen, für mich ist es froh, was für Wurstung das wir machen. Und momentan sind Pensionen aufgesichert. Natürlich sollen die Diskussion feiern, wie sie kann mehr performant machen, weil ich, das ist die Frage, die ist am Anfang gestartet, nicht dafür sind, für Prestationen aufzusetzen, ne, für die Kotisationen aktuell mal an die Luft zu setzen. Aber on sait jamais, das hängt davon ab. Auf jeden Fall werden Prestationen nicht draufgekommen, weil wenn die Lebenszeit von den Leuten wie groß geht, was Prestationen bei Jitwängen an der Wertung wie groß gehen, dann muss ich gucken, was für einen Schrauben da den du dreht. Du kannst ihn das auch über einen Moyen finanzieren. Es gibt da auch noch nicht. Privatisieren und dann die Leute die Möglichkeit geben, die suchen und du einen Zusatz zu machen, das tun wir halt sowieso. Ja. Ich gebe das nicht für allgemeiner, weil so schließen wir Leute aus. Okay. Und dafür ist es für mich ein ganz wichtiges System, wo wir auch die Prävisionen machen, für eben bis aktuell mal 2047 an der Etude gehen wir ab 2070. Ich so, wenn wir sind 2023, wenn wir 40 Jahre gucken, dass es die Zeit von einem Pension gibt, dann sind wir schon da drüber raus. Also, wenn immer kann so, was dann 10 Jahre als makroökonomisch, dann ist es schon viel wert, dafür sind das dort Etude, die sie gemacht haben, die sie für mich auch. Du musst natürlich pilotieren, mit einer gewissen Weitsicht dann noch adaptieren, gegebenenfalls. Wenn aus einem Punkt de vue sicherlich mit einem solidarischen Modell, wenn man da muss spielen, wäre das evident. Man muss eine Adaptation gemacht werden, dann muss das lieber der solidarische Wesen. Das ist ja den, die sind Prüfe gemacht. Genau, dem Modell, den 3x8, den hat sie. Also, wir haben 3x8, stell dich mal vor, ich denke, das ist ein bisschen vielleicht zack, was ich so, ich denke, ob 3x9, und wir haben noch mehr aufgesichert, ich weiß nicht, ob plötzlich du für das nicht verkraften, das ist aber nicht eine Evaluierung, die ich selber habe. Ich bin sicher einer Meinung, für das zu machen. Momentan ist es aufgesichert, sowohl vom Regierungsrat, was den Tod der Kotisation über 24 bleibt bis 2027. Das ist klar. Und das System, was du gehst, wie du gefangen hast, wie ein angefordert ging, von da gehen Menschen ja mehr alt. Das ist das, was du heute so als Dälven und Mauer gemalt hast, das hat die letzten 100 Jahre war immer eine Realität. Und immer mehr Menschen geschafft, also sind immer mehr alt gehen. Also hat das System schon 30 Mal müssen. So nicht nur mal Futter gehen, wenn das ein Lenkargument wäre. Also kann es das nicht ein Lenkargument sein. Wir müssen einen Namen drauf halten. Das ist das System, was jetzt aufgebaut dass du auch guckst, was das Szenario 1, Szenario 2, Szenario 3. Und dann eben auch, man musste gucken. Also im Term von der Rentenmauer. Ja. Ich könnte schon, ich weiß nicht, ich weiß schon, wen der davon tut. Ich könnte immer mit der Hand geschrieben, weil die Evolution da ist.
was schon auch gut ist. Also wie das System, das gut funktioniert, das noch weiterhin wird gut funktionieren, weil das soziale System aus drei Partner Staat, Employer und Assyrien, wenn ich das Regime General gucke, den selben Torhut, da gibt es verschiedene Evaluierungen, die ich kann machen, von den Prestationen aus, von den Toren aus, von Finanzierungsmöglichkeiten, die dabei kommen, Robotersteuer hat man will was schon an Tage fest und so weiter und so weiter. Ich meine, das muss ich wirklich am Detail analysieren und dann noch die Decision holen, was das bringt aufgrund von konkreten Zahlen. Nein, ich weiß, dass du immer gesagt hast, du wirst, wie das funktioniert, das System nicht. Für mich ist das ganz klar, auch du wirst, wie wir es changieren, und der den anderen wirst im Sinn, wie für uns 10, 15, 20 Jahre. Ja, das meint schon. Ganz interessantes Thema und ein ganz interessantes Gespräch. Sonja Streich, vielmals merci. Merci auch. Merci.